wunderschönen guten Tag. Ich melde mich heute hier aus dem Odenwald. Wir sind hier im Volksbank-Atrium und sind Gast der Energiegenossenschaft Odenwald. Hier findet heute die zweitägige Messe statt. Das sind die Odenwälder Handwerkstage zum ersten Mal. Ich bin also hier bei einer Premiere zu Gast. Es gibt hier unglaublich viele Betriebe, die sich zur Verfügung gestellt haben, jungen Menschen ihren Betrieb, ihr Gewerk zu präsentieren und junge Menschen einzuladen, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich habe mich auch an verschiedenen Sachen ausprobiert. Einmal war auch ganz viel Muskelkraft notwendig, habe ein Riesenkabel durchgeschnitten bei den Elektrikern. Ich war bei den Schornsteinfegern, habe Messungen gemacht. Ich war bei den Schreinern, habe einen kleinen Hobel gebastelt. Man kann unfassbar viel ausprobieren und viel kennenlernen, kann ich nur empfehlen. Und ja, sende herzliche Grüße aus dem Odenwald und in den Odenwald. Wir sind seit anderthalb Jahren in einem Projekt mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium zur Entwicklung und Erprobung eines handwerklichen Dienstleistungszentrums. Und in einer Arbeitsgruppe wurde diese Veranstaltung, die Odenwälder Handwerkstage, entwickelt, die wir jetzt mit großer Unterstützung aus der Region durchführen konnten, mit fast 60 verschiedenen Handwerksbetrieben, mit Mitmachstationen, Aktionen. Heute Morgen waren fast 1000 Schüler hier gewesen auf dem Gelände, weil es uns natürlich vornehmlich darum geht, den Nachwuchs zu gewinnen für die verschiedenen Handwerksberufe. Wir stellen deswegen nicht nur unsere neuen Innungen des Odenwaldkreises dar, sondern eben das gesamte Handwerk in seiner Breite. Für uns als Handwerksbetrieb ist es spannend, an so einer Veranstaltung zu sein, weil es halt hauptsächlich auch Schulklassen gibt, meistens unter der Woche. Junge Leute, die mal begeistern wollen, ins Handwerk zu gehen. Wir wollen Möglichkeiten anbieten und zeigen, dass man auch, wenn man eine handwerkliche Ausbildung hat, viel mehr Möglichkeiten hat, als wenn man studieren geht. Was mir besonders gefallen hat, dass ein Interesse bei den Schülern da ist. Bei jungen Leuten ist ein Interesse da und das haben wir geweckt und das ist klasse. Und das speziell nur fürs Handwerk. Ich glaube, wenn wir das weitergehen, wenn wir in dieser Richtung weitermachen, dass wir für die Hände begeistern, dann kriegen wir das hin, dass der Fachkräftemangel vielleicht ein bisschen besser in den Griff zu bekommen ist. Und wenn wir da die Leute abholen und zeigen, dass das Spaß macht, mit Hand, Herz und Hirn zu arbeiten, dann kriegen wir richtig gute Leute.